So, liebe Leute, ich bin nur noch die alte Saison und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 21. Ja, wir sind durch in die Bundesliga aufgestiegen und 97 Punkte sind es am Ende. Und tatsächlich haben wir, glaube ich, nur eine Niederlage kassiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß gar nicht, wo wir auch verloren haben. Guck mal auf die Tabelle gerade kurz. Wenn er das noch lüpft, wenn er das jetzt noch zulässt. Scheinbar nicht. Doch, lässt er. Alles gut. Ja, eine Niederlage haben wir kassiert. Aber die Frage ist, wo haben wir den bekommen? Habe ich da keinen. Wie haben wir den verloren? Ach ja, in Dresden, genau. Das 3-2. Ja, doch, ich erinnere mich, genau. Ziemlich am Anfang meiner Saison. Da haben wir in Dresden mit 3-2 verloren. Genau. Und das Rückspiel haben wir dann, glaube ich, 3-0 oder so gewonnen. Oder 4-1 oder irgendwie sowas. Ziemlich deutlich. So, wir haben als Absteiger auf jeden Fall. Würzburg, Jan Ringsburg und 60 München. Oh, sehr deutlich. Bochum gerade so noch drin geblieben und 15. Obwohl da schon 12 Punkte sind. Und aufgestiegen sind wir, Union und die Spielvereinigung Greuther Fürth gehen in die Relegation. Paderborn, Hannover, Kiel, ja, alle haben alles nachsehen. St. Pauli, die mit aus der dritten Liga aufgestiegen sind. Ich habe die Zusammensetzung in der dritten Liga doch zu der Zeitpunkt, wo die Tabelle damals so war. Und da stand St. Pauli, glaube ich, auf 17 oder so. Mittlerweile stehen die, glaube ich, auf 7 oder 8. Irgendwie sowas. Ich glaube, auf 8 stehen sie. Also, sehr gut auf jeden Fall. So, ja, der Vorstand ist außerordentlich zufrieden mit ihrer Leistung in dieser Saison. Spielermitarbeiter haben enormen Respekt vor ihnen. Sie haben die Philosophie des Vereins wirklich verinnerlicht, sowohl auf als auch neben dem Rasen. Wir würden sie über alle Maßen freuen, sie auch die nächste Saison im Verein begrüßen zu dürfen. Jo, der Vorstand sollte eigentlich funktionieren. So, jetzt haben wir natürlich die große ehrenvolle Aufgabe, den Kader für die neue Saison zu stellen. Ja, es muss einiges passieren. Weil. Es muss einiges passieren. Für die neue Saison. Und wenn es nicht wundert, dass momentan kein Assassin's Creed kommt, das liegt einfach daran, dass ich momentan echt so lange Arbeitszeiten, teilweise 10,5 Stunden, da ich an einigen Tagen wieder arbeite. Seht es mir bitte nach, dass ich da momentan einfach die Zeit nicht finde. Kommt, sobald ich wieder ein bisschen Luft habe. Wirklich. Also ich will das Spiel auf jeden Fall noch beenden und dann wird auch nichts Neues kommen, weil dann ist es einfach zu viel. Aber jetzt dauert erstmal ein bisschen, bis es weiterkommt. Also die anderen Projekte versuche ich weiterzuziehen. So, dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier fertig ist mit seinem Laden. Deswegen kann ich kurz ein bisschen quatschen. Also ich habe dann teilweise so Schichten von 6 bis 16 Uhr und dann hast du auch keinen Bock mehr irgendwie noch groß, wenn du 4 Uhr aufstehen musst, wenn du noch damit das so groß aufzunehmen und alles drüber dran, die Projekte hochzuhalten. Seht es mir bitte einfach nach. Wie gesagt, sobald irgendwie wieder eine kleine Lücke dabei ist, irgendwie mal versuche ich wieder ein bisschen was zu tun. So, auf jeden Fall soll einiges neu kommen. Aber wie gesagt. Dauert jetzt ein kleiner Moment, der hier fertig ist mit dem Laden. Ja, Fußball ist wieder da. Am Beginn jeder neuen Saison sind alle voller Hoffnung und Träume. Was bisher geschah, zählt nicht mehr. Wir konzentrieren uns nur auf die Zukunft, auf das, was wir erreichen werden. Das erste Spiel einer Saison ist der erste Tag unseres restlichen Fußballerlebnis. Oder Fußballerlebens. Ja. Und wie gesagt, wir stehen jetzt in der Bundesliga, wir spielen nur in 2 Wettbewerben, sprich Bundesliga und DFB-Pokal. Mal gucken, wie wir abschneiden, ob wir nächste Saison international spielen dürfen. Das versuche ich natürlich, mein Ziel ist es. Aber erstmal eine ruhige, souveräne Saison zu spielen. Vielleicht schaffen wir den Titel, ich denke nicht. Aber wie gesagt, mal schauen. Und dann schauen, was im DFB-Pokal drin ist. Es ist immer der einfachste Weg, über den DFB-Pokal zu gehen. Da wollen wir natürlich wieder weiterkommen. Gegen Frankfurt haben wir verdient rausgeflogen, das muss ich einfach mal so sagen. Ist einfach passiert. Gegen Juve, wenn ich ehrlich bin, vielleicht hätte ein bisschen mehr passieren können. Hätten wir vielleicht schaffen können. Oh, er ist fertig. So, wie es aussieht. Ja, wir können eine neue Saisonvorbereitung, Turniereinladung. Nö, habe ich keinen Bock drauf. Klar, jetzt ein bisschen Kohle mehr dabei, aber ja. So. Dann gehen wir mal rein in die Teamzentrale, wer so den Kader verlassen soll. Also, erstmal der Herr Sigrist.
Der soll den Club auf jeden Fall verlassen. Jonathan Kai, sie können alle gehen. Mustafi. Oh, bleibt noch ein bisschen. Oh, Dragovic. Achso, Transferperiode. Ach, die Transferperiode ist noch nicht. Okay. Okay, das erklärt's, warum. Warum die noch nicht gehen wollen. Gehen sollen. Die kommen nämlich alle wieder zurück, die ganzen Jungs. Knauf. Ansgar Knauf, ja, Dortmund auf jeden Fall. Hat er, glaube ich, das Siegtor jetzt gegen Stuttgart gemacht. So. Sind ja allen Dinge, ne? Ja, John, die 13. Sorry, Tommy. Der sollte. Wie wird tatsächlich auf die Transferliste gesetzt? Soll den Club verlassen? So, Kubilanski. Ja, es sind halt Spieler, die einfach den Club. Amatel, Rechtsverteidiger. Ne, bleibt. Genauso wie Ludewig. Dragovic soll den Club. Wird er die Truppe eh verlassen? Mustafi. Blei soll bleiben. Verlängerung delegieren. Dann nehme ich den schon mal von der Liste runter. Ah, ob ich der Wettbewerb eigentlich schon. Ja, der ist ja, stimmt, der ist ja. Hat ja noch gelb. Der ist ja noch, hat ja noch eine Sperre drin. Kulasina, Träume. Ja, soweit passt das. So. Ja, zum ersten. Ist das siebter? Normalerweise müsste der doch eigentlich gehen, oder nicht? Aha, da ist wichtig jetzt mit Transfermarkt. Wir gucken, wie was mit den Finanzen aussieht bei uns. Transferbudget von 49 Millionen. Okay. Da werden nicht mega viele Sprünge sein. Als erstes habe ich ja gesagt, dass erstmal ein neuer Keeper kommt. Wir fangen nämlich oben an mit den Jungs erstmal, wer so kommen soll. Ich habe mir so ein bisschen meine Tabelle mal auf Wunsch der Transferzentrale. Das nehmen wir mal mit. Kaufvorschlag. Ja, dann gehen wir mal rein in die Verhandlung mit dem neuen Keeper. Soll ja unsere neue Nummer 1 werden. Alexander Schwolo. Hallo, danke, dass Sie hergekommen sind. Lass uns gleich mal loslegen. Wo auch immer wir sind. Wir sind, glaube ich, in New York oder so. So, Transfersumme anbieten. Was haben wir denn für Transfersumme, die wir so ein bisschen überlegen? Ich gebe euch mal. Ja, das ist das Angebot für 10 Millionen. Gut, jetzt wurde es auch schon 30. Aber den waren, bevor der damals nach Berlin gewechselt, war Schalke nämlich schon an ihm dran. Das weiß ich noch. Dann hat sich dann nämlich für den Wechsel zu DDR. Wow! 23,7 Millionen, Alter. Ich bin doch hier keine Ahnung. Kein Scheich, der hier die Kohle ohne Ende durch die Gegend werfen kann. Gegenangebot. Ich gebe mal auf 15 hoch. Meinetwegen 17. Aber jetzt keine. Warte mal. Angebot absenden. Ich komme auf Hertha sowieso noch zu. Ich will noch einen weiteren Spieler von den Jungs haben. Ihr wollt echt auf diese 30. Auf die 23 Millionen. Echt auf die 23 Millionen Gegenangebot. Also. Mann, wie gehe ich auf. Scheiße, ich wollte eigentlich nicht so viel ausgeben für den Spieler. Sonst sehe ich mich in Alternativen um. Angebot absenden, 20 Millionen, letzte Karte.
Voraussetzung, ich kriege auch für meine Spieler noch viel Geld. Aber weniger. Ja, das ist mindestens der Platz. Das sind 3 Millionen, ne, die ich mir wieder in einen etwas anderen Spieler stecken kann. Deswegen werden wir tatsächlich den Wechsel auf Schwolo gehen. Wenn wir diese 20,9 Millionen gehen. Und dann ist das Thema durch. Dann haben wir nämlich neuen Keeper. Neue Nummer 1 soll das ja werden. Bei uns im Tor. Dann gegen. Dann hast du nämlich einen grundsätzlichen zweiten Keeper. So, dann gehen wir mal ins Wochengehalt. Dann machen wir den Transfer nämlich zu. Und wenn wir gerade bei der Hertha sind, gehen wir nämlich gleich auf ihren zweiten Spieler, den wir nämlich auch noch versuchen zu verpflichten. Weil ich brauche, da ich ja 2 Stürmer abgeben will, auf jeden Fall nochmal 9 Stürmer. So, sind das aber die Typrolle? Ja, natürlich, klar. Wie gesagt, soll ja auch die neue Nummer 1 werden. Akzeptieren wir. Wie gesagt, der Kader muss ja umgebaut werden. Es soll ja auf die neue Saison, im Hinblick auf die neue Saison, auf jeden Fall einiges passieren. Und es ist halt sehr viel passiert in der Vergangenheit. Und heute wird es eh nur größtenteils Transfers geben. Es wird eh nicht viel passieren heute an den Spielen. So, 2 Jahresvertrag, da der Typ, der auch schon 30 ist. Klar, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was. Müssen wir noch ein bisschen die Transferbudget runterschrauben. Dieser Schwole war schon im Gespräch. Hätte ich auch gerne begrüßt, wenn der wirklich gekommen wäre. Weil ich glaube, der hat sich den Wechsel nach Berlin auch ein bisschen anders vorgestellt. Weil Hertha steckt genauso im Abstiegssumpf wie wir auch drin. Wie sind eigentlich raus? Wir sind ja abgestiegen wahrscheinlich. Mal gucken. Für die nächsten Partien. Also da gehe ich mal von aus. Da brauche ich auch keinen Hate oder sonst irgendwas. Ich sehe das komplett sachlich, wie das ist. Und es ist auch tatsächlich über die letzten Jahre gesehen einfach verdient. So, Punkt. Ja. Keine Freigabesumme. Somit habe ich den Transfer auf jeden Fall so ein bisschen in der eigenen Hand. Ist das da hinten im Hintergrund ein Bild von UEFA Cup 97? Sieht nämlich so aus, ne? So, dann gucken wir mal gerade, was wir haben wollen. Jawohl. Und dann können wir den ersten Transfer in der neuen Saison unter Dach und Fach bringen. Und wir haben eine neue Nummer 1. Und der heißt Alexander Schwolo. Den Transfer mache ich nämlich jetzt zu. Und damit herzlich willkommen. So, wo wir gerade eben bei der Hertha sind. Wir gehen nochmal einen weiteren und versuchen mal bei Piontek anzugreifen. Den will ich nämlich gerne verpflichten noch. Soll nämlich ebenfalls den Club verstärken. Voraussetzung, die kommen jetzt nicht mit irgendwelchen utopischen Ablösesummen von jeweils 40 Millionen. Weil ich schwimme auch nicht im dicken Geld. Und da werden noch Minimum 1 bis 2 neue noch dabei kommen. So, Transfersumme anbieten. 28 Millionen haben wir. Ich biete mal 25. Da bin ich tatsächlich ein bisschen bereit, mehr Kohle auszugeben, weil der kann es tatsächlich da vorne auch ein bisschen helfen. Mal gucken, wer so der eine oder andere ist, der noch gehen wird. Also 25 Millionen für Piontek. 37,4, was wollten ihr von mir? Also ich biete 29 Millionen, aber mehr auch nicht. Also ich gehe mal auf 29 hoch und dann versuche ich mal zur Gegenangebot. Scheiße, das ist ein bisschen zu viel. Also ich gehe mal auf. Erstmal auf 29. Ich gehe mal auf 27 erstmal. Also 25 habe ich jetzt gerade geboten. Warte mal. 27 Millionen. So. Angebot absenden. Weil ich muss auch ein bisschen Kohle haben fürs Gehalt. Ansonsten werde ich mir jetzt mal eine Alternative finden. Ja, komm, 30 Millionen. Die Frage ist.
Wegen der Null. Komm. Dann mach glatt 30, dann ist gut. Neue Transfersumme vorschlagen. Oder warte mal. Machen wir 28. Angebot absenden. Jetzt sag mir bitte nicht, dass, weil das muss ich später nochmal probieren. Aber ich will den eigentlich gerne haben. Mach, komm, mach 28. 2,3 Millionen weniger. Dann ist das Ding durch. Sache in Ordnung, komm. Oh Gott sei Dank. Das ist nämlich so einer meiner absoluten Wunschstürmer, den ich unbedingt verpflichten möchte. Christoph Piontek, den möchte ich unbedingt verpflichten für die neue Saison. Dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir verkauft bekommen, für wie viel Geld. Weil dann wissen wir auch, wie es am Ende mit den Finanzen aussieht, weil da sind noch einige Jungs auf der Liste, die ich unbedingt noch verpflichten möchte. Unter anderem zwei neue Innenverteidiger und ein neuer Rechtsverteidiger, Linksverteidiger soll kommen, zwei neue Innenverteidiger sollen kommen, Linksaußen soll nochmal kommen, ein offensiver Mittelfeldspieler und noch ein Stürmer. Schlüsselspieler, definitiv. Die 27 Jahre alt, gegenüber Terror hat auf jeden Fall ein ordentliches Update, was die Ablöse betrifft. Ja, ist hier, ah klar, es ist cool, Geld. 27 Millionen ist viel, na, oder 28 habe ich jetzt bezahlt. Ist jetzt sehr, sehr viel Geld, natürlich, klar, aber gut, mal gucken. Wir müssen hier ein bisschen was tun, ne, was die neue Saison betrifft. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit was aussieht mit den Abgängen und den Neuzugängen. Also es wird auf jeden Fall jetzt mal die nächsten ein, zwei Folgen noch passieren, dass wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was umbauen müssen. So, der Wechseltransfer geht mal über 3 Jahre, der Vertrag. So biete ich ihm zumindest an. Wenn er sagt natürlich, er möchte noch ein bisschen was mehr haben, dann ist es okay. Aber 3 Jahre sollte erstmal realistisch sein. Zwolle haben wir ja 2 Millionen für 2 Jahre verpflichtet. Die haben richtig Geld bekommen, jetzt die Hertha von uns. Die haben richtig Geld jetzt bekommen von uns. Die haben jetzt, glaube ich, fast 40 Millionen, 45 Millionen für uns von uns bekommen. Dafür sind aber ihren Keeper und ein Stürmer los. Aber dafür können sie nochmal definitiv auch richtig Geld. Gut, die haben eh, müssten eigentlich Kohle genug haben durch den ihren Investor da. Genau, die eine Freigabesumme nehmen wir raus. Und dann brauchen wir da auch nicht mehr drauf zu achten. Ich bin eh kein Fan von diesen Freigabesummen. Zumindest nicht in meinen Verträgen. In den anderen Verträgen sieht es ein bisschen anders aus. So. So, Gehalt willst du. Ja, das sollte natürlich durchaus realistisch sein, klar. 100.000. So, 70.000 und 100.000 auf jeden Fall erstmal Einstiegsbonus. Ich hoffe, dass das für dich jetzt ausreicht und dass du mir nicht jetzt sagst, ich will 1 Million als Gehalt im Monat. Wobei das, glaube ich, Wochengehalt ist. Ja, ist Wochengehalt immer so. Und das ist in Ordnung für ihn. Und damit haben wir einen neuen Stürmer. Herzlich willkommen, Christoph Piontek. Der auf jeden Fall uns nächste Saison in Richtung internationales Geschäft ballern soll. Oder vielleicht sogar mehr. Auf jeden Fall ist er definitiv durch. So, da müssen wir nämlich jetzt erstmal gucken. Für diese Ablösesumme haben wir ihn erstmal gekriegt. Da bin ich ziemlich happy jetzt gerade drüber. Dass wir die zwei Transfers durch haben. Und wir gehen mal kurz ins Büro. Ah ne, da ist noch irgendwie gute Arbeit drin, okay. So, nochmal das. So. Gucken wir mal. Weiter geht's auf jeden Fall. Ja, es wird viel passieren. Ich hoffe, dass wir jetzt auch mal das ein oder andere Deadline ist, wenn es 31. August und wir sind im Juli. Wir haben 2 Monate Zeit auf jeden Fall, um jetzt mal den Kader umzubauen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir nicht jetzt sagen, es will keiner unsere Spieler kaufen. Dragovic hat den Verein verlassen. Das ist schon mal erstmal sehr, sehr gut. Oder geht natürlich. Es kommen ja natürlich noch die ganzen. Rückkehrer dazu. Ne? Und den einen oder anderen versuche ich auch noch zu verkaufen. Also es wird ja nicht so sein, dass Piontek, klar. Ah, die 25 von ihm, das ist nicht richtig, die Nummer. Die kriegt er noch nicht. Erhöhung des Transferbudgets. Oh, wir haben Kohle. Was versteht da jetzt gerade? Aha, okay. Haben wir jetzt nochmal? Warte mal, gerade kurz. Wenn wir jetzt noch mal wissen, was haben, dann kann ich nämlich versuchen, den nächsten Spieler in Angriff zu nehmen. Nee, haben wir nicht. Okay. Schade. Ich dachte, es wäre als
nochmal richtig gewesen. Ich kann dir keine Spielzeit garantieren. Ich sehe mich ledig um. So. Teamzentrale. Die Trikotnummer. Mal Schwolo ändern wir auf die 12. Erstmal. So, ich nehme mal die Nummern, einfach ganz, ganz hohe Nummern für die Spieler, wo ich weiß, dass die hier den Club verlassen sollen. So, du kriegst die 9. Trikotnummer 15, das darfst du wieder deine alte Trikotnummer behalten. So, da geht auf jeden Fall erstmal der Transfer weg. Piontek und Schwolo. Kutucu auf jeden Fall auf die Bank, ganz klar. Mit den Verteidigern bin ich mir noch nicht sicher, aber da werde ich definitiv noch einen Verteidiger. Ich werde noch den Verteidiger verpflichten, und zwar hier für diese Seite. Ja, bitte der. Warte drum. Ich bitte drum, dass ich da nochmal auf jeden Fall einen verpflichte. Aber die muss man halt gucken, wie die Kohle am Ende aussieht, wie die Finanzen am Ende aussehen. Wenn ich sage, der nächste wird auf jeden Fall mein Innenverteidiger klar werden. Die Frage ist, wer die Spieler verpflichten wollen. Transferangebot von Mustafi. Ist das nur Mustafi? Wie viel wollte der Name? Lazio will den. Komm, dann versuchen wir ein bisschen Kohle raus. Und dann ist es halt einfach so, dass Mustafi gehen, den Laden verlassen wird. Dann müssen wir halt definitiv nochmal richten. Und das wäre nächste, soll ja den Verteidiger werden. Müssen wir mal gucken, wenn wir verpflichten. Und dann hätten wir das Thema auch mit der Sperre weg. Wir müssten sowieso noch einen Verteidiger kaufen. Aber wie gesagt, wenn ich den jetzt auch genug rede, 20 Millionen. Ich will jetzt, also 19 so wert auf jeden Fall. Die Frage ist, was würde man uns geben? Ich glaube auch nicht, dass ich meinen Wunschverteidiger für irgendwie 20, 25 Millionen kriege. Ich glaube, der wird richtig teuer werden. Nö, neue Transfersumme. Angebot absenden. So, die Frage ist, wollt da. Also ich gehe jetzt erstmal auf 30. Mal gucken, was er haben will.
Weil die Berliner zum Beispiel haben das ja mit mir auch gemacht. Die haben mir auch richtig hohe Summen gemacht. Ich habe ja dann mit denen nochmal runterhandeln können, für meine beiden neuen Spieler. Nein, tut mir leid. Tut mir leid, dann bleibt da also. Ja, dann ist das halt so. Tut mir leid, dann bleibt das halt so einfach stehen. Schade. Lazio, Berlin, würde ich nicht nehmen wollen. Nicht für die Summe. So, dann machen wir noch das Ding zu Ende und dann schauen wir mal, was wir kriegen. Wir würden sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da geht's weiter mit Transfers, Transfers, Transfers.